bin der Ralf Werneburg, der Chef vom Museum, und wir freuen uns, dass wir hier im Schloss Bertholdsburg ein Mittelalterspektakel am Wochenende präsentieren können. Denke ich, ganz wichtig, dass dieses Schloss, das atmet ja richtig Geschichte aus, auch mal wiederbelebt wird, dass es so fast so zugeht wie vielleicht vor 500 Jahren, als die Henneberger hier noch residierten. Und wir wollen diese Atmosphäre einfach ein bisschen beleben und den Besuchern auch mal was anderes bieten. Dass es so einen Zufall gibt. Ich habe den Sturz wohl überlebt. Meine Güte, jetzt muss ich im Gottvertrauen schnell nach Prinzen Goswin schauen. Zum Auge. Beide Augen nach vorn. Am Pfeil lang. Und los. Wir kommen jetzt zu einer Nummer, wo ich euch eine kleine Vorgeschichte erzählen muss. Die dauert nur 2,5 Stunden. Also sind über 30 verschiedene Handwerksstände, natürlich historische Handwerke, die sich hier präsentieren. Es sind Ritter da, es sind Gaukler da, Musikanten, die Mittelalter-Flair verbreiten. Aber man kann auch auf den Aussichtsturm, kann sich unsere Museumssammlungen und Ausstellungen angucken. Es ist ein Karussell da, das mit Hand angetrieben wird. Also wirklich ganz historisch ausgewählte Dinge, die man hier sich ansehen und auch selbst erfahren kann. Ich denke, das geht bei den Sinnen los. Man riecht, man erlebt, man spürt das förmlich, dass in diesen historischen Mäuern etwas wiedererweckt, was es mal gegeben hat. Und dafür sind solche Feste, solche Mittelalterfeste, wirklich ganz toll.